In Maria Thafall fand bei herrlichem Herbstwetter der Kehrtag statt. Neben den üblichen Ausstellern und Standeln war vor allem der Käse im Mittelpunkt. Dafür gibt es einen bestimmten Grund. Die Geschichte zum Käsemarkt ist sehr interessant, weil es sollte ursprünglich ein Bauernmarkt werden. Und bei diesem Bauernmarkt hat jeder gesagt, die kleine Ortschaft Maria Thafall, da werden nicht sehr viele Leute kommen. Und dann sind nur mehr Käsestände mehr oder weniger übrig geblieben oder die Hälfte von diesen Ständen. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt, wir machen gleich einen Käsemarkt und dann haben wir einen Käsemarkt gegründet. Und der hat uns so eingeschlagen, dass wir jetzt das als Ganzjahreswerbung für die Käsehütte und als Ganzjahreswerbung für Maria Thafall machen. Und wo befindet sich eigentlich die Käsehütte, wenn nicht hier der Stand in Maria Thafall ist? Die Käsehütte ist ein Kilometer vor Maria Thafall in Wien. Das ist die Vorstadt von Maria Thafall und dann von hier geht es sozusagen ausstrahlend auf ziemlich ganz Niederösterreich und Teile Oberösterreichs, wo wir auf den Wochenmärkten sind und Bauernmärkten. Und das neueste Gebiet ist auch, dass wir nach Ungarn und nach Deutschland Käseprodukte liefern. Das geht aber dann in der Summe von den AG-Kleinkäsereien aus, wo wir also mehrere Sorten zusammenstellen. Auf dem Käsemarkt stellte sich adeliger Besuch ein. Die Milchkönigin besuchte die Standler. Gekrönt bin ich worden im September 2020. Die Amtszeit sind normalerweise 2 Jahre. Bei uns ist es ein bisschen verlängert worden, also im Mai 2023 sind wir dann auf der Suche nach einer neuen Königin. Meine Aufgaben, wir repräsentieren, also es gibt eine Milchkönigin und es gibt eine Milchprinzessin auch dazu. Wir repräsentieren die niederösterreichische Milchwirtschaft auf Messen, auf Veranstaltungen, in Bildungseinrichtungen, Volksschulen, Kindergärten und sonstiges. Und wir zeigen die Leistungen von unseren niederösterreichischen Milchbäuerinnen und Milchbauern auf. Wie gefällt dir der Käsemarkt? Hast du schon was gekauft? Ich bin erstmalig auf dem Käsemarkt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so groß ist. Sie haben mit dem Wetter irrsinniges Glück gehabt. Es ist sehr spannend, das Angebot ist riesig. Ich habe es leider noch nicht geschafft, dass ich jedes Standl besucht habe, aber das wird jetzt demnächst gleich angehen. Wie oft warst du schon auf dem Käsemarkt und wie gefällt es dir? Hast du auch schon etwas gekauft? Also ich bin zum ersten Mal beim Käsemarkt. Ich war vorher gar nicht gewusst, dass es ihn gibt. Also nur durch Zufall eigentlich, weil wir gestern ein Seminar gehabt haben im Hotel Schachner. Und jetzt hat das ganz gut zusammengepasst, sind wir herumblieben und haben sich den Käsemarkt angeschaut. Und es ist eigentlich überragend, wie viele Sachen das da gibt. Also nicht nur Käse, sondern halt alles Mögliche von Waffeln bis Mandeln und Quandl, alles Mögliche, also auch Handwerk, alles vertreten. Ist schon sehr überragend, muss ich sagen. Die Sortenvielfalt der Käseerzeuger ist enorm. Wer besondere Schmankerl finden wollte, hatte hier hochwertige Produkte zur Auswahl. Ja, also wir sind eigentlich eine Vermarktungsgemeinschaft von Maria Thafall. Wir tun Käse veredeln auch. Da haben wir unsere Sachen wie einen Heilblumenkäs, einen Pfefferkäs, einen Trüffelkäse. Also da können wir uns kreativ in alle Richtungen austoben. Und ja, das machen wir bei uns im Maria Thafall. Und ein Produktneuheit ist jetzt also Brieföhn, das gehört auch jetzt bei uns dazu. Und ja, so sind wir laufend auf die Wochenmärkte unterwegs und schauen, dass wir in die Nähe von unseren Kunden kommen. Also da haben wir unseren Heublumenkäs, der kommt aus dem Bregenzerwald. Wir geben ihm die nötige Zeit zum Reifen, also der ist 3 Monate jetzt gereift. Und anschließend wird er bei uns im Reiferkeller mit Kräutern, Ringelblumen und Kornblumen veredelt. Das ist einer unserer Bestseller und den sind wir ganz stolz, der geht ganz gut bei uns am Markt. Und welche Käsesorten sind heute noch so der Renner? Also was immer gut geht, ist natürlich ein Bergkäse. Ist natürlich ein super Produkt bei uns in Österreich, da können wir echt drauf stolz sein. Und da haben wir einen sehr guten Bergkäse, einen 12-Monat-Greifen und der geht super, ja. Bei der Firma Stix kann man ganzjährig in der Käsehütte den guten Käse beziehen.